Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miitopia. Und wie immer geht es direkt los. Wir sind nämlich jetzt ganz knapp vorm Schloss des dunklen Fürsten. Ganz, ganz knapp. Und hoffentlich kriegen wir bald die letzten drei Freunde zurück, die uns noch fehlen. Das sieht nicht gut aus. Ah. Schöne Musik. Oder so. Team. Oh, gruselig. Huch. Nein, wir wurden nicht schon wieder getrennt. Verflixt. Nein. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts, wir sollten einfach weitergehen. Nein, jetzt muss ich mit der Prinzessin. Nein. Das Team wurde in zwei Hälften geteilt. Toll, schon wieder. Kann ich jetzt die anderen noch mitnehmen? Miri will neue Tatzen. Das. Oh, die sahen aber hardcore aus. Herzchenklauen. Die sehen aber böse aus. Okay, da sind Herzchen drauf. Okay, ich nehme das zurück. Aber es macht 8 mehr Schaden. 8 mehr Angriffsschaden. Na gut, Spielhalle. Vielleicht gibt es da was anderes. Ach nein, nur meine Herzchen klauen. Aber eh nur zu so einem minimalen Prozentsatz, das ist egal. Tempo, Angriff und Tempo. Okay, bitteschön. Wenigstens kann ich trotzdem ein Viererteam machen. Das ist doch auch was. So, du kommst mit und du kommst mit. Auf geht's. Wenn ich muss. Also bitte. Was ist denn das für eine Einstellung, Red Hair? Wenn ich muss. So. Hallo, anderes Team auf der anderen Seite. Wie geht's euch so? Burg des dunklen Fürsten. Die Burg des dunklen Fürsten. Na, das wird lustig. Hört sich ein bisschen nach Harry Potter Musik an. Oder? Findet ihr nicht auch? Es ist so finster hier. Da kriegt man echt Angst. Sei unbesorgt. Ich bin für dich da. Beim ersten Anzeichen von Gefahr kannst du dich hinter mir verstecken. Echt nobel von dir, Isa. Ja, das ist echt nett. Von dir. Sehr freundlich, den Unhold zu beschützen. Nicht so schnell. Oh. Dann gehen wir mal links. Die Frisur von Red Hair ist echt toll. Hat hier gerade jemand gepupst? Was? Guter Zusammenhang. Oh nein, was ist das? Brillengeist, der Hammer. So. Dann mache ich meine krallenden, was weiß ich. Oh, der kann das gleiche wie der Unhold. Oh ja, tanzen wir alle. Kicher. Oh ja, du kannst das auch. So, nicht essen. Oh, hätte ich ihn bloß geheilt. Ich wollte ihn heilen. Ah. Oh, jetzt sind zwei dabei im Team, die mich hassen. Das ist super. Das macht Spaß. So muss das. Ja, der erste ist down. Nee, nicht übel. Menno, wie Menno. Wieso hasst ihr mich alle? Das ist nicht nett. Das sollte ganz schön wenig Schaden. Dich wieder ein. Ja, geil. Hat er ihn geschlagen. Krieg dich wieder ein. Den Geist. Nehmt dies. Oh, das war auch guter Schaden. Oh. Das sollte wehtun. Hat es auch. 51 Schaden, das ist schön. Und das war's mit dem Brillengeist. Auf Wiedersehen, Brillengeist. So, das gibt hoffentlich viel XP. Ja, gibt es tatsächlich. So, na dann, Teufelstörtchen. Die sind gut. Es geht doch nichts über einen kleinen Sprint, der die ganze Zeit dauert. Oh, 890 Gold. Das bekommt man doch gerne. Sind wir schon im Gasthaus? Puh. Jetzt kurz die Füße hochlegen. Ja, geht leider nicht. Das sind Monster. Tut mir leid, Miri. Oh, zwei Brillengeister. Es ist schön, dass ich wieder als Erste angreifen darf, muss ich sagen.
Das hat mir ein bisschen gefehlt. Alle kriegen ein bisschen was gestreut. So. Ja, wir sind alle okay. Technik, Magie und ich setze meine krallenden... kratzenden Krallen. Mist. Das war guter Schaden. Ja, down. Mist. Zu spät. Miri, keine Sorge. Lebe. Lebe, Miri. Lasst uns tanzen, okay? Tanzen wir wieder. Entspannt. Los, stich zu. Nett. Nein. Ah. Toll. Das fand jemand aber gar nicht witzig. Isa fand das nicht witzig. So, wie viel haben die denn noch? Oh, wow. Da haben wir noch quasi gar keinen Schaden gefühlt bekommen. So wie das hier aussieht. Das ist ganz schön übel. Habt ihr alle nicht genug MP, um richtig zu kämpfen? Oder was ist das hier? So, der dürfte jetzt aber nicht mehr allzu viel haben. Das heißt, ich mache einfach nur meinen ganz, ganz normalen Angriff. Und der hat noch eine ganze Menge. Mist! Der teilt aber auch gut aus. Ey, fies! Okay, down. Die halten aber auch aus. Übel. Das wird morgen sicher wehtun. Ich denke auch. Noch ein Teufelstörtchen. Und da ist das Gasthaus. Endlich. Okay. Wir schlafen alle allein. Das ist ein bisschen traurig. So, setzen wir mal ein paar Leute zusammen. Okay. Möchte jemand Geld ausgeben? Niemand. Dann gehen wir direkt in die Spielhalle, würde ich sagen. Auf geht's. Start. Wieder irgendwo gedrückt, ohne zu wissen, was ich tue. Na, ein Reiseticket ist auch okay für mich. Okay. Ah nein, ach stimmt, ja, die streiten sich ja gerade. Okay, Mist. Naja, 1000 Gold nehme ich auch gern. Okay. Gut. Ah ja, wir haben ja Teufelstörtchen bekommen. Die machen MP und Magie hoch. Oh. So, na gut. Das andere heben wir uns für die Magierin auf, würde ich sagen. So. Nächste Route. Team. Team, ich hoffe, wir finden bald die anderen. Ich vermisse sie. Hallo, ihr da drüben. Hallo. Ach nein, es gibt verschiedene Wege. Ich glaube, da vorne geht es richtig weiter und hier drüben sieht es nach Sackgasse aus. Also gehen wir erstmal in die Sackgasse. Vorwärts Marsch. Ich bin so müde. Yep. Wie yep. Öffnen. Nein, eine Falle. Mist. Na gut. Falle, Falle. Oh nein, eine Banshee. Ja, schlag die Banshee. Sehr schön. Ich mach den Tatzenhieber auf die Banshee, dass wir die down kriegen, weil die sind fies. Die bringen Leute zum Bein. So. Nein, Sound. Dein Herz ist in Dunkelheit gehüllt. Dann geh mal bitte hinten in die Ruhezone. Wie entspannt. Ja, sammel mal MP. Hauptsache, du greifst trotzdem an. Das war wenig Schaden. So macht man Schaden. Ist der da hinten mal endlich wieder bei Sinnen? Kicher. Hat dir das so viel Spaß gemacht, gepiepst zu werden? Na, wieder beruhigt? Okay. Dann komm mal wieder. So, wir haben es fast geschafft. Ah ja, es lebt ja tatsächlich nur noch einer. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann ist der andere draufgegangen? Ups. Okay. Ha, wie aufregend. Viel XP gaben die jetzt aber nicht sonderlich. Ich habe keine Lust.
Das ist ein gutes Statement. Wir gehen hoch. Aufgepasst. Aufgepasst auf was? Hoch, nein, fall nicht in ein Loch. Wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind denn alle hin? Nach rechts gehen. Bist du bei einem MP-Bonbon gestolpert? Was macht das denn hier? Ja, viel Spaß damit. Schick es zurück zum Gasthaus. Das ist eine gute Idee. Ich bin so schnell wie der Wind. Ja, Miri. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein, die sind übel, Furien. Furien sind sehr, sehr übel. Ahahaha. Habe ich nicht gesagt, Furien sind sehr, sehr übel. Sehr, sehr übel. Macht sie bitte so schnell wie möglich down. Okay, wir haben sie. Wir haben sie besiegt, die Furie. Wow. Sauber aufgeräumt. Aber absolut. Das gab einfach nur 66 Gold, obwohl die Viecher so krass sind. Na gut, weiter geht's. Alles Paletti. Das sehe ich genauso. Eine Kiste. Komm schon, lass was Gutes drin. Ja, ein 3-Sterne-Teufelstörtchen. Wow. Das sieht aber nobel aus. So, ich habe ein Gasthaus gefunden. Na endlich. Oh, wir streiten uns schon fast gar nicht mehr. Ist das nicht schön? Was passiert? Willst du weiterspielen? Ja. Ja, bitte. Lass. Oh, die beiden wollen sich, glaube ich, wieder vertragen. Wie schön. Bitte. Isa. Ich war gemein. Es tut mir leid. Ich möchte mich wieder mit dir vertragen. Ich mich doch auch. Danke, Miri. Yay. Ärger vorbei. Ich werde auch niemand mehr rumschießen. Schließlich bin ich jetzt eine Katze und wir schießen niemanden rum. Meistens. Gut. Jemand was kaufen? Miri möchte sich... Wolverine klauen. Cool. Ein Klingenfächer oder Knochenkeks. Okay. Ich will, dass Miri die coolen neuen Tatzen kriegt. Wehe, du kaufst was Falsches. Stahlklauen. Cool. So, viel Spaß damit. Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Los, Team. Team Miri. Wie es wohl dem anderen Team geht. Ja, da ist tatsächlich eine Sackgasse, wie ich es mir dachte. Aber es sieht aus, als würde es da eine Truhe geben. Das ist doch auch schön. Vorwärts, Marsch. Das Frühstück war heute echt lecker. Die Geschichte gefällt mir. Wie Geschichte. Das ist keine Geschichte. Eine Truhe. Wow. Okay. Eine interessante... Erstmal 1470. Interessante Zahl. Und außerdem ganz schön viel. Was der Tag wohl bringt. Oh, nein. Wir nehmen den einfach so passend unseren Stab. Mit dieser Bart. So. Und da ist das Gasse. Okay, das war eine flotte Route, würde ich mal sagen. Guten Morgen. Will jemand was kaufen? Ja, dann kauft ihr das Spitzenkostüm. Meine Güte. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Ganz viel Spaß. Das sind nur die Teufelstörtchen, nicht wahr? Ja. Die hebe ich mir auf und gebe es jemand, der wirklich Magie braucht. So. Was haben wir hier? Luxusticket. Na, das ist auch nicht schlecht. Machen wir doch mal. Und eine fürstliche Portion Erfahrung, solange ich nicht das MP-Bonbon kriege, was ich jetzt bekommen werde, weil das Spiel mich hasst. Nein, tatsächlich nicht. Luxusreiseticket. Auch gut. Okay. So, Miri bekommt das Ticket. Auf geht's. Die Insel sieht so krass aus. Die beiden hatten Spaß auf der Reise. Eine echte Superreise. Ja.
Oh, Level Up für die Freundschaft. Und Doppel-Level Up. Stimmt, die hatten nicht so hohe Freundschaft. 3. Und Bahnen gelernt. Nein, ich möchte nicht nochmal spielen, bitte. So, ist nicht noch jemand sauer auf mich? Ja, der war sauer auf mich. Ha! Ist das nicht schön, dass wir alle sauer aufeinander sind? Ist das nicht super? Findet ihr das nicht auch super? Ich drehe nochmal am Rad. Dann können die anderen beiden vielleicht... Ich habe gerade aus Versehen B gedrückt. Das wollte ich unbedingt. So. Und nochmal. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Aber ich bin mit allem zufrieden, was bei rumkommen kann, außer dem Bonbon. Eine fürstliche Portion Erfahrung ist auch super. Das ist sehr schön zum Boosten. So, Miri hat den niedrigsten Level, also bekommt Miri die fürstliche Portion Erfahrung. Boah, habt ihr gesehen, wie viel das macht? Ich denke, wir spielen gleich nochmal, wenn da die Chance so hoch ist. Also, schlecht ist das nicht mit der vielen Erfahrung. Oh nein, diesmal kriege ich nicht die Erfahrung. Nein. Aber ein Klingfächer, na gut. Das ist auch für mich voll okay. Der sieht auch so krass aus, ne? Sind das wirklich Klingen? Übel. Okay, viel Spaß damit. Bitte bleib fern von mir damit. Bitte. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.